Karl, der Transformer-Truck. Guten Morgen, Jerry. Guten Morgen, Katie. Seid ihr auch so aufgeregt wegen der großen Parade heute Nachmittag? Mhm. Fantastisch! Die Parade für das örtliche Krankenhaus wird garantiert ein Riesenspaß. Oh, schau, da ist Amber. Ich wette, sie ist sehr beschäftigt. Komm, wir fahren rüber und sagen Hallo. Hallo, Amber. Ich wette, die Parade zu organisieren war eine Menge Arbeit. Hallo, Susie. Hallo, Matt. Ihr strahlt ja geradezu. Hattet ihr heute Morgen eine Autowäsche? Wow, ihr seht großartig aus. Okay, alle zusammen. Ihr müsst euch jetzt für Amber in eine Reihe aufstellen, damit ihr die Parade üben könnt. Was ist los, Amber? Oh, Jerry, du solltest ganz vorne stehen. Du bist doch der Schnellste. Oh nein, was ist los, Jerry? Ist deine Maschine heiß gelaufen? Also du kannst nicht bei der Parade mitmachen, wenn dein Motor nicht funktioniert. Was sollen wir nur tun, um die Situation noch zu retten? Großartige Idee, Amber. Wir fragen Karl, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Hallo Karl, wir brauchen dringend deine Hilfe. Wusstest du, dass heute eine große Autoparade auf der Rennbahn stattfindet? Ah, du hast gerade darüber in der Zeitung gelesen. Also, Jerry, das Rennauto, sollte eigentlich die Parade anführen, aber er hat ein kleines Problem mit seinem Motor. Kannst du helfen? Großartig, auf geht's! Du hast aber eine große Auswahl an Fahrzeugen, in die du dich verwandeln kannst, Karl. Aber natürlich ein Rennauto, genau wie Jerry. Na, dann wollen wir mal. Na, du wirst ja in 0, nichts an der Rennstrecke sein. Gute Nachrichten, Freunde. Supertruck ist hier, um zu helfen. Hurra! Dann können wir weitermachen. Dann mal los, alle zusammen. Üben wir. Schau dir all die verschiedenen Farben an. Supertruck ist blau. Katie ist lila. Susie ist rosa. Und Matt ist schwarz und weiß. Okay, Supertruck, nicht so schnell. Erinnere dich, es ist eine Parade, kein Rennen. Ist schon gut, Supertruck. Das wusstest du nicht. Deswegen üben wir ja. Denn nur wenn man übt, kann man auch besser werden. Nachher wirst du das garantiert super machen.
Ihr habt super geübt. Jetzt seid ihr für die Parade heute Abend bereit. Und danke, dass du uns geholfen hast, Supertruck. Und richte bitte auch Karl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gerufen hat. Bis zum nächsten Mal. Karl, der Transformer-Truck. Hallo Amber, wie geht's dir heute? Oh Amber, alles in Ordnung? Oh, du warst auf dem Weg, um Tom zu besuchen. Ist er krank? Wir brauchen jemanden, der dich ersetzen kann. Beweg dich nicht. Ich rufe Karl den Transformer-Truck. Er wird helfen können. Karl, Amber, der Krankenwagen ist verletzt. Und sie ist der einzige Doktor in der Stadt. Und Tom ist krank heute. Du bist der Einzige, der helfen kann. Wow, Karl! Okay, Beeilung. Amber ist gleich da vorne. Schau, Karl. Hier ist Amber. Amber, alles wird gut. Karl ist hier. Amber, Karl wird sich jetzt um Tom kümmern. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Da sind wir auch schon, Karl. Hallo, Tom. Amber hat einen Unfall, deswegen kommt Karl an ihrer Stelle. Was ist los mit dir, Tom? Du hast Fieber. Tom, sag A. Okay. Kannst du bitte husten, Tom? Also, Tom, du hast zu viel gearbeitet die letzten Tage. Keine Sorge. Du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe.
In ein paar Tagen geht es dir wieder gut. Also, Karl, du warst wirklich eine großartige Hilfe. Dankeschön. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hallo, Troy. Wie geht's dir? Bringst du Güter nach Car City? Troy, pass auf! Oh, geht's dir gut, Troy? Kannst du dich bewegen? Diese Waren müssen auf jeden Fall heute geliefert werden. Du brauchst dringend Hilfe. Aber keine Sorge, Troy. Karl, der Transformer-Truck, kann einen Tag für dich einspringen. Er wird die Arbeit erledigen. Du wartest hier und ich hole Karl. Hey Karl, Troy, der Güterzug, braucht Hilfe beim Transportieren von Gütern. Kannst du ihm helfen? Großartig, na dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Triebwagen, ganz klar. Zeit, Karl zu transformieren. Wahnsinn! Schau dir diese Räder an! Wow, du siehst so anders aus! Perfekt! Du siehst fast aus wie Troy! Na, dann gehen wir mal auf die Suche nach Troy. Schau, Karl. Troy, der Güterzug, wartet auf uns. Also, Beeilung. Karl, als erstes müssen die Waggons auf die Schienen. Gut gemacht, Karl. Entspann dich, Troy. Karl wird alle Güter rechtzeitig abliefern. Hier ist doch schon der erste Bahnhof. Karl, schau! Da ist Tom!
Das läuft ja super, Karl. Auf geht's zur nächsten Station. Hey, da wartet ja Frank das Feuerwehrauto auf uns. Hallo, Frank. Hier ist dein Container. Jetzt aber auf zur letzten Station, Karl. Da ist ja Matt. Schau mal, Matt. Hier ist deine Fracht. Na also, die Arbeit ist geschafft. Vielen Dank, Karl. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Wir sehen uns. Hallo, Steve. Hallo, Billy. Sieht so aus, als wärst du gerade rechtzeitig angekommen. Da sind eine ganze Menge Schlaglöcher, die repariert werden müssen in der Straße. Und wir wollen ja nicht, dass jemand einen Unfall baut. Wow, Billy. Das ist aber ein ganz schöner Haufen Schotter, der bewegt werden muss. Okay, du bist an der Reihe, Steve. Schauen wir mal, wie schön glatt du die Straße machen kannst, damit die Fahrzeuge wieder sicher drauf fahren können. Oh nein, Steve. Was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre etwas mit Steve nicht in Ordnung. Oh nein. Das hört sich nicht gut an. Ach, du armer Steve. Du hast wohl keinen Dampf mehr. Ich denke, du solltest repariert werden. Keine Sorge, Steve. Ich rufe Tom den Abschleppwagen, er wird dich holen. In der Zwischenzeit sollten wir Karl fragen, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Wir müssen diese Straße wieder heile bekommen, denn heute Abend wird hier wieder eine Menge los sein. Karl, aufwachen! Steve und Billy waren gerade dabei, eine Straße zu reparieren und Steves Walze ist kaputt gegangen. Kannst du helfen? Großartig! Dann wollen wir mal. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Hilfe, Karl. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Jawohl, das ist es, Karl. Eine Dampfwalze ist die perfekte Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Wow, Karl, du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du bist jetzt eine riesige Dampfwalze. Auf geht's. Oh.
Hier sind wir auch schon. Okay, Steve. Supertruck kann jetzt übernehmen. Hier kommt Tom, er wird dich in die Werkstatt bringen. Tschüss, Steve. Und keine Sorge, wir werden die Arbeit für dich erledigen. Hier sind die Schlaglöcher, Supertruck. Wie du siehst, hat Billy sie schon mit Schotter gefüllt. So ist es richtig, Supertruck. Schön langsam und sorgfältig. Die Walze muss jede Beule und jede raue Stelle schön glatt machen. Steve, schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Schau, was für eine fantastische Arbeit Supertruck geleistet hat, während du repariert wurdest. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet. Danke, Billy. Und Supertruck, richte bitte Carl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gebeten hat. Tschüss, Supertruck. Tschüss, bis zum nächsten Mal.